Und wir sind wieder zurück im Spiel. Oh, ich versuche gerade so viele Audiotests zu machen, dass wahrscheinlich ein paar Störgeräusche dabei waren die letzten Episoden. Damit ich mein Audio endlich mal auf den Höhepunkt bekomme, wo ich hin will. Dass alles richtig gut klingt, Mark. Hey, warte mal. Was? Ach so, lass mich raten. Wieder einer von deiner schwarzen Liste. Ja, aber dieses Mal wird es schmutzig. Und ja, es ist tatsächlich mein rechter Leibwächter. Der Kerl heißt Brew und ich hörte, er plündert die alten Ruinen von Ignadon. Ich traue mich gar nicht danach zu fragen, was er verbrochen hat, um auf deiner schwarzen Liste zu landen. Ich Idiot habe ihm während meiner Abwesenheit im Fort die Kontrolle über meine Geschäfte überlassen. Das ist ihm wohl zu Kopf gestiegen. Ihm gefiel es wohl ein bisschen zu sehr, auf meinem Stuhl zu sitzen. Erst fing er noch ganz zaghaft an, meine Autorität zu untergraben. Doch schließlich meldete er ganz dreist und offen Besitzansprüche auf meine Position im Fort an. Er drohte jedem Outlaw mit dem Tod, der mir jemals wieder folgen sollte. Sei mal ehrlich. Was würdest du mit so jemandem anstellen, wenn du ihm nach Jahren irgendwo wieder begegnest, hä? Ich würde ihm die Gedärme herausreißen. Ja, genau. Und darum werden wir ihm jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Doch eins sage ich dir gleich. Er wird sofort wissen, was wir von ihm wollen. Darum sollten wir uns auf einen Kampf vorbereiten. Suchen wir deinen Plünderer. Ja, es wird Zeit, dass er seine Packung bekommt. Verlässt die Gruppe. Da, hier irgendwo soll er sich herumtreiben. Ich kenne die Gegend. Sie ist nicht ganz ungefährlich. Dann sollten wir wachsam sein. Brew wird sofort angreifen, wenn er jemanden sieht. Ehrlich gesagt, kenne ich die Gegend nicht. Und übrigens habe ich ein neues Schwert. Scheiße! Ich habe ein stärkeres gefunden. Applikatoren-Schwert. Die Infektion. Wenn deine schwarze Liste erledigt ist, bist du mir was schuldig. Das ist dir hoffentlich klar. Darüber reden wir, wenn es soweit ist. Pass lieber auf, wo du hinläufst. Also, geh schon. Wow, das ist ja mal so richtig scheiße. Wie viele Gleiter besitzen die Alps eigentlich? Warum willst du das wissen? Wer die Luft kontrolliert, kann den Boden leichter in die Knie zwingen. Oh! Schaden gemacht. Was bist du? Ach, hier. Kleiner Vogel da oben. Ach, ich hab Vogelmoni. Oh je. Keine Ahnung. Was für ein Kletter. Soll ich dir beibringen, wie man einen steuert? Wozu? Keine Gleiter, keine Lufthoheit. Hätte mir denken können, dass du nichts Produktives im Sinn hast. Ach, das ist Schrot und Nasty. Ja, ist ja auch Schrot. Das kleine Ding, das können wir ignorieren. Der Durster ist wichtig. Ich habe Lust, mich da durchzublündern. Also werden wir uns durchblündern. Wir warten hier durch Dreck längst verstorbener Leute. Auch schön. Ich auch, danke. Das Klebeband ist wichtig, mich in den Mund zu picken. Thank you.
Hier hatten wir... Das war nichts. Passt, geht passt, doch. Passt. Besen. Keine dummen Witze machen, Patrick. Schönes Bett hier. Felix-Trank, auch gut. Ja, gleich runterwürgen. Dann krieg ich ein Level up wieder. Das wäre der Punkt, habe ich anscheinend noch. Mit nur ein Geld bei allem. Ich habe ganz bin gerade drauf gekommen, dass sie die Mana-Fackeln, die Leuchtbacken in diesem Spiel mit einer Taschenlampe ersetzt haben. Was eigentlich hier gut ist. Mana-Fackeln waren ein bisschen nervig zum Einsetzen. Meiner Meinung. Ein bisschen dunkles Relax. Sonst noch was. Ich will über meine Audio-Probleme reden. Ich habe mir einen Limiter draufgepackt. Ich hatte schon mal einen anderen Limiter, einen eigenen als Test, aber ich glaube, der war zu rechnerlastig, dass das CPU und OBS überhitzt. Jetzt habe ich den OBS-Limiter drinnen. Das ist die Aufnahme, das Aufnahmegerät. Mit dem hoffe ich, dass es besser klappt. Bei den Tests klappt es ja gut meistens, aber sobald ich länger spiele und zu nah am Mikrofon bin, kriege ich mit Schwierigkeiten auf. Oh! Ich bin halt noch reinhauen. Nimm die Shotgun weg. Ab, er hat um die Ecke geschossen. Uff. Da ist ein kleines fliegendes Ding auch noch da. Also lebt er noch. Gehen wir mal looten zur Sicherheit. Jetzt wird das Ding schon übernehmen da oben, oder? Oder? Was? Quatsch mich nicht voll, ich hab Zeit zum Looten. Das war ja easy. Was ist mit Rattle? Wird Red nicht ins Gras beißen müssen? Das schafft nicht darauf. Das kann ich vergessen. Meine Fresse. Bru war ein ganz schön harter Hund. Er hat verbissen gekämpft bis zum Schluss. Hauptsache, er ist erledigt. Ja, das ist er. Dann streiche ich seinen Namen von der Liste. Wie viele Namen stehen denn noch drauf? Nerv mich nicht damit. Wir sind noch lange nicht durch mit der Sache. Bald werde ich die nächste Kandidatin ausfindig gemacht haben. Eine Frau? Ja, ich gebe dir Bescheid, sobald ich sie gefunden habe. Bis dahin, mach einfach weiter. Ja. Ab, wir werden irgendwo in teleportiert, Zeit zum Crony zu gehen. Ja, da waren wir schon. Scheiße. Schon wieder. Was mache ich hier? Was habe ich gemacht? Ich sollte meinen Geist trainieren. Um so etwas hier zu verhindern. Das schlafen, oder? Das ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich. Geh schlafen. Geh eine Runde schlafen, Jax. Seltsam. Dann geht's besser. Crowdy. Ich habe eine neue Kontrollknotenchip-Ortung in Tavar, Commander.
Gut, dann kriegen wir jetzt hoffentlich heraus, wie abhängig die Skyans von ihren künstlichen Intelligenzen sind. Sind die Skyans eventuell selbst miteinander verbunden und kommunizieren mit ihrem Geist? Leben sie möglicherweise sogar in einer Art geistigen Kollektiv? Theoretisch wäre das möglich, jedoch nur außerhalb von Kampfsituationen. Zur Kommunikation bräuchten die Skyans eine Art Ruhephase. Und da wir wissen, dass sie keine Ruhe geben, bis sie ihr Ziel erreicht haben? Die Skyans kämpfen nicht ununterbrochen. Ach was, das ist ja eine sehr intelligente Schlussfolgerung. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Commander, ich bin irritiert. Oh, wie kann ich dir helfen? Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Meine Systeme vermerken vermehrtes Auftreten unsinniger Konversationen. Schon gut. Das ist nur ein wenig Sarkasmus. Ich habe gerade keine leichte Zeit. Manchmal muss es einfach raus. Verstehe. Erstelle Vermerk in meiner internen Datenbank zur späteren Weiterverarbeitung. Ach, nee. Vielleicht machst du das besser nicht und wirfst diesen Informationsmüll aus deiner Datenbank, okay? Daten gelöscht. Gut, ist besser so. Ich möchte nicht, dass du dich zu lange damit beschäftigst. Kümmere dich besser um wichtigere Aufgaben. Womit beschäftigen, Commander? Genau. Danke. Verdammt. Ich hatte noch Brony. Also auf geht's. Hol. Ja. Let's go, hey ho. Eine größere Anzahl Soldaten der Skyans patrouilliert in dem Gebiet direkt vor uns. Sie machen es uns auch nicht leichter, oder? Ach, scheiße. Auf der linken Seite negativ. Haben wir den alten Konverter. Da ist es negativ. Das Positiv ist auch. Muss hier raus. Das sind nicht wenige. Was habe ich hier noch? Das ist der Toröffner. Habe ich den noch gar nicht verkauft? Die Toröffner noch gar nicht verkauft. Ah ja, schau. Noch gar nicht verkauft. Gebläsch, Leute. Eieiei. Ich habe nichts Wertvolles. Ich brauche Bögen. Da geht's ab. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Da geht's hier richtig ab. Oh, macht so viel Schaden. Oh, er hat sich raus teleportiert. Oh, wir haben Unterstützung bekommen. Gute Arbeit. Aui. Mist, Mist, Mist. Wo ist die Shotgun? Da habe ich Money. Das war eine gute Granate. Das wird mir gerade nicht helfen. Haben wir einen Rückzug. Verdammt! Jetzt hör auf, da Granaten zu werfen, wer das auch immer ist. Wer wirft hier die Granaten? Du nicht wahrscheinlich. Kann ich speichern? Ja, passt. Heftig, nicht sich sauber. Das Biest. Auch schon hier, okay. Auch Bögen. Ich hab grad richtig gut Schaden. Bis an dieser.
Er ist mit dem fertig geworden. Boden. Da können wir da weiter schlagen. Gut. Der Typ da hinten chillt mal extrem. Du bist als nächstes dran. Nein, Brony! Warnung! Brennbare Flüssigkeiten in der Erde geortet. Und was bedeutet das jetzt für mich? Keine akute Gefahr erkannt. Empfehlung: Bohr-, Tunnel- oder Bergbauarbeiten sollten mit höchster Vorsicht durchgeführt werden. Gut, dass ich nicht vorhabe, hier einen Tunnel zu graben. Und? Was ortest du sonst noch? Zurzeit keine weiteren Informationen. Gut, stopp. Hier können wir den Rest noch fertig looten hier. Das Viech, das sie für mich erledigt haben. Ich hoffe, das war's hier mal mit den Sky and Scrony Missionen. Aber es schaut nach einer Endlosschleife fast aus. Das wird ein interessanter Rattenfreistoß. Seid ihr bereit? Warte, Freistoß! Naja, war nicht so gut. Vorsicht, die Skyans scheinen zu wissen, dass wir hier sind. Skyans sind tot. Ja, dann machen wir sie weg, bevor sie unangenehm werden. Sind wir schon weg? Wahrscheinlichkeit der aufgestellten These liegt bei 89,4%. Okay, zu welcher Seite? Die Skyans sind nach meinem derzeitigen Wissensstand höchstwahrscheinlich unabhängig denkende Wesen. Dann steckt also hinter Cassandra wirklich nur eine künstliche Intelligenz und kein Skyend-Wissenschaftler oder Soldat. Höchstwahrscheinlich. Interessant. Die AIs, die die Skyends einsetzen, wären demnach tatsächlich lediglich Mittel zum Zweck und nicht mehr als Werkzeuge. Alle Daten deuten darauf hin. Ich weiß nicht, was mich jetzt mehr beunruhigt. Nun doch, was passiert, wenn sie ihre intelligenten Automaten gänzlich verlieren würden? Wie verwundbar sind sie, wenn sie all ihre Maschinen manuell steuern müssten? Ein weiterer Scan würde uns mehr Aufschluss geben. Ich muss allerdings zunächst meine internen Systeme rekalibrieren. Mach das. Aber nicht zu laut, okay? Die Lautstärke meiner internen Systeme ist nicht... Frage, war das wieder eine deiner unsinnigen Bemerkungen? Ja, aber... Hey... Sagte ich nicht, du solltest diesen Blödsinn nicht abspeichern und aus deiner Datenbank löschen? Ja, aber meine Systeme haben gerade keine leichte Zeit. Ah, sehr gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Gut, dann melde dich, wenn du eine weitere Ordnung hast. Ja, Commander. Die werden zu stark, wenn sie Sarkasmus endlich verstehen lernen. Hat sie absolut abzuschalten. Wir gehen sowieso zur Burg zurück. Wenn Maschinen Sarkasmus endlich verstehen, dann werden wir langsam sterben. Ausgerottet werden wir dann. Ja, Episode vorbei. Peace out.